Naja. Ah, guck mal, da müssen wir auch lang. Theoretisch. Oder auch nicht theoretisch, das ist hier die Frage. Was ist das hier? Mandus Company, okay. Vielleicht müssen wir doch da lang. Lol, hier geht's auch noch hoch? Ha. Macht mich jetzt ein bisschen fertig. Hier so viele Wege auf einmal. Was haben wir denn hier? Gefahr, Verbindung X, kein offenes Feuer, kein unabgeschirmte Elektrik. Au! Erstmal schön die Verbindung X ärgern. Erster Saboteurakt, oder was? Bei der Zündkerze. Diese Elektrifizierung zu berühren, muss den sicheren Tod bedeuten. Auf zum Verwirren der Maschine und zum Fluten des Systems. Juhu! Aber diesmal nicht mit Abwasser, sondern mit kochenden, schäumenden, flüssigen Tod. So, das sieht schon mal gut aus. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich hier gleich noch platzt oder sowas. Wenn ich hier gerade unterwegs bin. Das sieht gut aus. Was war denn das da eigentlich? Die Zündkerze. Ach so. Okay. So, jetzt kann man natürlich auch nur da weiter. Aber was ist denn hier? Da ist abgeschlossen und hier ist sowieso dicht, außer ein Zettelchen. Keine Maschinenklingen für den fetten Bischof und die schlemmende Erbin. Alle feinen Stücke in die Sortierbehälter und die besten wie immer über den Speiseaufzug zurück nach oben in die Küchen, damit man sie für das Gelage der nächsten Nacht schmoren, mit Soße und Brotkrumen garnieren kann. Und auch nicht jede Nacht, muss man wissen. Obwohl wir damit begonnen haben, die Frequenz des finalen Akts zu steigern. Im Gegensatz zu den Armen werden die Reichen nämlich im Laufe der Zeit vermisst. Aber wir werden sie weiterhin verwöhnen und vorbereiten und unser gutes Essen wird nun zu Herren und Landhäusern in ganz London geliefert. Neulich stand in der Times, dass die Reichen schön an gutem Wein und saftigem Fleisch ziemlich übergewichtig werden. Tatsächlich erschien im Punch von letzter Woche eine Karikatur, die Viscount Selvin als gefülltes Schwein auf einem Teller darstellte, an dem sich seinesgleichen labten. Zweifellos eine bösartige und feige Verleumdung, aber er schmeckte köstlich. Also die Menschen werden ja... Ach, ich checke, ich blicke echt nicht. Also die Menschen werden irgendwie zu den Schweinen, die darum werden wieder an andere Menschen verfüttert und diese Menschen werden dann auch zu Schweinen und Verbindung X ist böse und... Oh Mann, ey. Ich Kopfschmerzen. Yes. Free to ascend as smoke to the stars. And the good. The worthy. How will we save them? Show me these worthy, Mandus. Show me these good. I do not see them. Mhm. So, wie komme ich denn jetzt hier durch? Hier ist die Kuttlerei. Mhm. Was hier? Hier ist nix. Von da sind wir ja gekommen und hier ist auch nichts, oder? Dann müssen wir irgendwie die Kuttlerei erstmal aufkriegen. Oh doch, da steht was. Schweineproduktreihe Zentralbereich. Oh, was ist das? Wer hat denn hier die Tür kaputt gemacht? Die ist ja frech. Kann man auch nichts drücken? Wo ist denn hier der Schalter? Hat gar keinen Schalter. Kuttlerei braucht keinen Schalter. Alle klar. Dann mal ab da geradeaus. So, wo sind wir denn jetzt? Hm, lecker. Strömt hier schon die Verbindung X raus, oder was? So, was steht da? Danger Compound X. Kein offenes Feuer, keine abgeschirmte Elektrik. Verbindung X und die Kühlmittelbehälter. Diese abscheuliche Gebräu, diese Verbindung X, ist das Arterienblut dieses Schreckens. Wird es gekocht, so erzeugt es den Dampf, der die Kolben antreibt. Hier aber ist es eiskalt und umspült zur Kühlung der Komponenten. Warum wird es immer kälter, je tiefer ich komme? Was ist das für ein bedeutendes Verfahren, das derart viel Hitze erzeugt, dass die Maschine sie mit einem Cocktail aus Blut und Fäkalien abkühlen muss? Tja, das werden wir jetzt wohl gleich sehen. So. Okay. Hier können wir vielleicht was sabotieren. Das sieht so sabotierwürdig aus. Ah, doch nicht.
Hier wird. Hallo? Ihr seht viele, viele tolle Knöpfchen, aber ich kann leider keine Knöpfchen drücken, habe ich das Gefühl. Na gut. Was ist das? Oh, guck an. Irgendwas kann ich hier mitmachen. Aha. Kann ich das runterschieben? Was steht da? Scheiß drauf, einfach mal machen. Oder? Was steht da? Kühlpumpen. Ich spüre eine Gelegenheit für meinen ersten Schlag. Wenn ich diese Zahnräder mit einem geeigneten Objekt blockiere, sollte dadurch der Kühlmittelfluss unterbrochen werden, wodurch sich ein Überdruck aufbaut, der die Spur spaltet und den Kühlmittelbehälter platzen lässt. Alles klar, go go und tschüss. Ja, hat doch wunderbar funktioniert. Sehr gut. Können wir jetzt dann auch runter? Gehen wir mal runter. Wird schon passen, ne? So. Irgendwie kann ich hier nicht viel machen. Oder ich muss ja springen. Kann natürlich auch sein. Ich denke mal eher, dass jetzt hier gleich richtig die Party abgeht, wenn ich zurückgehe. Kann ich scheinbar nicht so viel machen. Nee, nee, nee. Scheinbar nicht. Na gut. Dann halt wieder herum. Bumbidumbidum. So. Aha. Das sieht doch schon mal viel besser aus. Hier ist alles am Sack. Ah, schön, schön hier alles am Verbindung X regnen. Nom, 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 nom. So, wo lang muss ich jetzt? Jetzt, wo ich hier die Türchen geöffnet habe, könnte ja wohl wie echt so eine Tür jetzt auch aufgehen, oder? Wäre ich ja mal echt hart für. Irgendwie nicht. Jetzt läuft hier schon die Scheiße rein. Okay. Wo lang soll ich denn, Kollege? Ist hier zu? Ah, guck, hier darf ich nicht mehr zurück. Muss ich jetzt hier hoch wieder? Ah, da war ich doch schon. Lol. Er hat jetzt schon wieder den Strom da umgestellt. Am Arsch. Guck mal, hier geht's jetzt weiter. Komm ich da gerade auch schon weiter? Ah, lol, lol. Hier ist jetzt ja unten alles voll. Hammer nice. Okay, jetzt geht's ab. Jetzt geht's ab. Okay, ist natürlich ungeil, wenn wir jetzt hier unten sind. Aber egal, ab dafür. Hui. Okay, ich glaube, wir sollten das jetzt nicht berühren. Jump! Es sagt Schweineproduktreihe Zentralbereich. Ich glaube, ich muss jetzt dieses kleine Ding hier drücken. Machen wir mal. Oder hier so drehen. So. Und nu? Muss ich hier was machen? Huch! 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 Der tut mir aber leid. Upsi! Ja, jetzt geht's hier ab. Eieieiei. Oh. Oh. Au! Au! I know what you fear. I will rain excrement into your very soul. I will destroy you. Okay. You are too late, Mandus. My great works are almost begun. Okay, auf jeden Fall haben wir jetzt den Weg offen. Ach, das war hier die Schweineproduktzentralreihe. Ab in den Kuttlerbereich oder was? Die Kuttlerei ist auch offen. Gehen wir erstmal in die Kuttlerei. Also wenn er ohne Scheiß, wie viele Tiere, wo man dafür kaputt machen muss, dass hier so viele Fontänen abgehen. Das müssen schon einige sein. Mit einige meine ich Millionen. Ah, vielleicht nicht Millionen. Ach, guck mal. Oh, spielt wieder mit den Klötzchen. Das ist immer so süß. Ich entferne mich von diesen Tempeln.
an diesem kleinen Steinhaufen unter den Rhododendren. Die Schädel der Unschuld unter der losen Ackerscholle. Kopflose Brustkörbe im kühlen Stein hinter den Älteren 3000 Meilen auseinander. Ich verfolge mein Leben zu diesem Augenblick zurück in uralten Stein, geätzte Wasserablaufrinnen. Die Gifte sind schon in dieser Feuchte, in diesem fallenden Wasser. Ich zacke und würge und erbreche mich ins Waschbecken und ich ergreife es mit beiden Händen und ich starre. Dort im Abfluss, so klar wie der Tag, ein Spielzeuggrad, ganz präzise und intrikat, was ist das denn? Wie das Rückgrat eines Kindes. Wie kann das sein? Wie kann das Rückgrat eines Kindes wie ein Ohr weggemacht sein? Ich wusch es vorsichtig und legte es auf den Kaminsims neben das Ei. Mich selbst legte ich unter den Garten, wie wo die Kinderschädel begraben sind. Ich nenne es mein Mexiko. Was? Kein Plan. Lecker. Sollen da Tapeten sein? Ich glaube wirklich. Na dann. Mal schauen, wo wir jetzt hier lang gehen. Oh. Na gut. Dann drücke ich halt jetzt nicht J oder N. Wir klettern hier einfach mal bergab. Das ist immer geil, weißt du, wenn du eine Leiter hast und du nicht den Boden siehst. Das ist immer sehr angenehm. Der Weg zur Kuttlerei. Jetzt ist sie schwer verwundet. Dessen bin ich mir sicher. Sie spottet nicht mehr. Ich fühle sie unter mir wie ein verletztes Tier zittern, das sich flach auf den Boden presst. Spüre, dass sie Angst vor mir hat und ich hasse sie umso mehr, wie ich mich selbst hasse, sie im Fessel zu haben. Das Blut pocht in meinen Kopf, meine Zähne vibrieren, das brennende Fieber lässt mich würgen. Ich bin ein Todesengel, der zum Ersticken der Erstgeborenen für den Tod der zwei hinabsteigt, die nach ihm kamen. Oh. I am here again, at the foot of those stairs. Towards the red light of the nursery. Sunset in the window like a bleeding sky. The horizon a slit throat. The seeping dark to drain the guilt from us. I am the jaguar-faced man. I am the feathered serpent. This priesthood is mine. Oh, okay, okay. Bla 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 bla. Oh, was ist das denn? Frisst er da gerade irgendwie so einen Menschen? Liegt an der Hand? Was ist das? Soll das Blut sein? Ah, guten Hunger, ihr Schweine. Schweine sind ja sowieso Viecher, die so allesfresser. Das ist natürlich doof. Ach so, na klar. Your great engineer, how marvelous. I must say, Mr. Manders, my excitement is almost unseemly. Yes, I can see that. Step this way, Professor. I will be right behind you. Manders. Manders, where the devil are you? I can't see a damn thing. Manders! We are the pig, Professor. We are all the pig. Oh, we are all the pig. The piggly pig, 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 piggly pig, pig. Okay, nom nom nom. Lecker, 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 lecker. Bisschen über... Leck mich am Arsch, die Kinder sind am Start. Ach, das Herz kommt wieder raus. Hallo. Ach so. Hä? Wo sind wir denn jetzt? Na klar, laufen wir mit dem Blut mit. In stillness now. Blue water runs in my veins, now I am clean. I carry the knife of this factory, the bowl of this mill. I am come to collect you from your fields and your furnaces. I will gather you into the white clouds. I will gather you to me. And I will take you home. Alles klar. Go, go, Bruder. Bro. Wo sind wir denn jetzt? Okay. Sind wir jetzt hier in einem kleinen Blutsee? Erinnere mich an
Outlast, da war dann plötzlich das dicke Vieh am Start. Da habe ich ein bisschen erschrocken, aber ich wette, dass das hier leider nicht passieren wird. Okay, wieder nackter. Aber jetzt hier gehabt nach unten oder nach oben. Und dann geht's nach unten. Natürlich. Immer tiefer bergab. Hm. Jetzt müssten wir ja wirklich langsam echt im Herz sein, oder? Schauen wir mal. Der Schleier hebt sich, die Braut wartet. Treibe ein paar Waisen zusammen und die Welt wird dir dafür danken. Lass eine Hure verschwinden und der Applaus eines Gentlemans ist dir sicher. Bring einen Bettler zur Strecke und ein Lady ist sich jeder sicher unterwegs. Cool, irgendwie kenne ich den hab ich doch schon mal gelesen. Vor ungefähr, sagen wir mal, 20 Minuten. Komisch. My gears are adjust, my steam is built. Soon I will spill that blue water and split the egg, the atom, my soul, and there will be a very great burning that we might make the world clean. Be proud, for this is your doing. Until you steeped me in the blood of your own, I was nothing but rotten architecture. Erneuer du mal so viel du willst, ich zerstöre dich jetzt. Go, go. Du blöde, blöde Maschine, ich mache dich jetzt kalt. Dum, da, dum, da, dum, da, dum. So, was steht da? Vakuumausweider. Hm. Ich meine Träume. In meinen Träumen spaziere ich mit meinen Kindern. Ich gehe in den Tunnel, die noch kein Mensch zuvor betreten hat. Dessen bin ich mir sicher. Jetzt sind es nur noch er und ich. An meinen Ärmeln bildet sich Frost. Die tödliche Stille und die eiskalte Luft sagen mir, dass ich dem Ziel nahe bin. Überall Vakuumausweider, oder? Kuttlerei-Vormalung? Aha. Kuttlerei-Vormalung. Muss ich jetzt hier irgendwas Bestimmtes finden? Vakuumausweider. Abkochschläuche. Abkochschläuche. Wurstmacherei. Wurstmacherei. Hallo? Lasst mich schreien. Wollen wir jetzt hier Party machen? Why did you take my children? I, Mandus. Of all the blood we have spilled together, the first drops fell from your hands alone. Then I am damned for a philosopher, and everything is lost.